Willkommen, ihr Lieben, zur weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir ziehen mal so ein kleines Liga-Fazit. Oktobersaison ist rum. Ich denke, bei euch auch. Ich weiß nicht, kann sein, dass es bei dem einen oder anderen noch länger geht, denn das Ganze geht immer so lange, wie hier auch, glaube ich, die Restzeit ist. Und die Restzeit ist 21 Stunden und 19 Minuten. Also es kann sein, dass die bei euch noch nicht vorbei ist und sie vielleicht noch ein bisschen andauert, oder aber sie ist schon vorbei, aber noch nicht in allen Zeitzonen vorbei. Das hatten wir hier ja auch. Das haben wir zumindest live hier mitbekommen am Liga-Endetag auf Twitch. Danke nochmal für die harte Unterstützung dort. Also wirklich, wirklich nett, dass ihr mir da nach wie vor so ein bisschen die Stange haltet und ab und zu mal mit mir ein bisschen clasht. Wir haben ja nicht nur geclasht, wir waren bis vier Uhr, glaube ich, morgens, habe ich mal ein bisschen übertrieben gestreamt. Erst Clash of Clans, danach New World, aber es war eine schöne Nacht, muss ich sagen. Sehr, sehr entspannt, sehr, sehr chillig, aber hier war es auch eigentlich sehr, sehr chillig, obwohl wir hier im Clan Free-to-Play immer Hit-Up-Wochen haben. Das heißt also, wir müssen immer mit unseren Truppen hoch, beziehungsweise mit unseren, warte mal eben, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, ne, das machen wir mal anders, wir nehmen mal die Drachen hier, dann haben wir es einfacher. Und das heißt, wir müssen immer oder in der Regel nie unseren Gegenüber machen, der vielleicht das gleiche Rathaus hat, sondern irgendwo immer höher, tiefer. Haben wir auch wieder im letzten gesehen, aber wir haben die Liga in jedem Fall gehalten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich kann auch Boni vergeben, 5 Stück. Das soll mal lieber die Vize machen, die kennen ihre Leute hier so ein bisschen besser. Und man kann es immer so ein bisschen daran beurteilen, so wer hat denn eigentlich alle Angriffe gemacht. Ja, das, ich meine, das sind hier natürlich viele. Da gibt es hier nun mal den Marderlein, der so ein bisschen abtrünnig war. Und Romano, der keinen Bock mehr hatte zu Hit-Upen, habe ich zumindest so im Chat gelesen. Jocke war bestimmt feiern an einem Abend. Und Tessie, okay, die ist natürlich ein bisschen weit weg. Und Sir Smokelotte ist, glaube ich, dann verspätet reinbekommen, konnte also nicht 7 Angriffe machen. Denke ich mal, hat dann aber seine 5 gemacht. Und auch hier gegen den ersten haben wir natürlich verloren. Keine Chance da oben. Ich selber habe relativ spät noch angegriffen, auch mit einem Stern, zwei Sterne. Und aber war jetzt an der Stelle nicht so tragisch, 77, 47 zu verlieren. Und ihr seht, schon oben haben wir schon reichlich ausgelassen, weil es einfach, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist nicht wirklich machbar. Und hier haben wir noch die EP rausgekitzelt, also zumindest der Alex. Hier ist was frei gewesen, klar, bleiben dann natürlich auch welche frei. Und auch der Romano hier muss schon so ein bisschen, der Zippy muss, glaube ich, jetzt auch schon, mal gerade überlegen, 50, Rathaus Level 12 ist er auch, ja, ist jetzt schon 12, Queen ist schon 55, geht ja bis 65 auf Rathaus Level 12. Und ja, fröhliches Level, würde ich mal so sagen. Aber ich wollte euch zumindest immer ein, zwei Angriffe auch aus den Ligen zeigen. Ich fand die Liga-Woche hier eigentlich ganz entspannt. Immer schön abends, also ich konnte immer schön spät abends angreifen. Das haben wir ja auch seit letzten Mittwoch dann gesehen. Und ja, ich muss sagen, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, die Stimmung war eigentlich auch ganz nett hier. Ich meine, klar, jeder ist immer so ein bisschen down, wenn die Liga wieder losgeht. Aber ich kann euch zeigen, wir haben eine ganz, ganz kleine Steigerung drin. Also sieht man schon, dass so ein bisschen levelmäßig jetzt unsere Leute hier auch an Rathauslevel, ich will mal sagen 13, zwar noch nicht kratzen, aber wir sicherlich nicht mehr so lange brauchen, um hier auch die ersten 13er zu sehen im Clan Free-to-Play. Und da müssen wir immer mal ein bisschen zurückrechnen, wann wir den erstellt haben, wie lange sind die Leute dabei. Da ist ja kaum einer hier reingekommen, der jetzt schon Rathaus 11 war oder so und hier dann weiter levelt, sondern wirklich von der Pike auf, von 0 bis Rathaus Level 12 hier die Charaktere durchgezogen. Ich wiederhole mich auch immer ganz gerne, aber ich finde es immer noch wirklich, wirklich nett. Und ich bin ja auch immer noch free dabei, wenn auch nicht ganz so fix wie manche andere, aber stetig, stetig. Und ich muss auch keine Besserung geloben oder sowas, sondern ich mache das in dem Turnus, wie ich das halt machen kann und machen möchte. Und von daher lasse ich mich ja auch nicht treiben oder so. Ja, da müsst ihr auch mit leben, dass das natürlich leider immer wieder kommt. Und was haben wir denn hier unten eigentlich? Konnten wir hier wirklich so tief gehen? Oder konnten wir hier wirklich so tief gehen? Ich glaube nicht. 10 auf 10. Mit Drachen hier.
Der blöde Janze. Netter Name auch, ja, wenn man vor allen Dingen erwähnt wird und man weiß, wer man ist. Da blitzt hier eine Luftabwehr weg. Mal sehen, noch eine und die beiden Feger auch gleich mit weg. Also die stören dann auch nicht mehr, aber ich glaube, die standen sowieso in eine Richtung. Und ich kann mir ja vorstellen, jetzt kann man natürlich dem Rathaus hier entgegenkommen, beziehungsweise hier so ein bisschen reinfunneln in die Luftabwehr, die hier noch steht. Eine steht noch da und eine steht noch da hinten beim Bogenschützenturm. Er nimmt aber beide Helden hier so ein bisschen safe, sage ich mal. Denn die Barbaren, obwohl die Barbaren haben das geschafft, aber nur mit Queens Hilfe, glaube ich, ne? Nur mit Queens Hilfe. Und jetzt hat er noch eine einzige Luftabwehr dort stehen und die holt sich die Queen auch noch. Die ist nämlich zündbar. Damit sind es gleich keine Luftabwehr mehr hier in der Base und noch ein Inferno. Der andere Inferno ist ja auch weg. So einfach kann es eigentlich sein, Leute. Und dann so ein kleines bisschen hier unten gefunnelt mit einem Drachen und einem Lohn gegen den Single Inferno, dass da nicht zu viele Drachen nach außen fliegen. Slammer jetzt mit reingesetzt und ich hatte es ja schon erklärt, der Slammer fliegt jetzt halt die Gebäude alle ab und tankt unter Umständen für die Drachen. Wenn auch im Moment, glaube ich, nicht wirklich. Ihr seht das, wie voll der Slammer selber noch ist. Also der macht erstmal einfach so sein Ding. Und der X-Bogen bekommt aber die vielen, vielen Trefferpunkte auch nicht so richtig runtergeschossen. Ist natürlich gut für die Drachen, wenn die keinen Beschuss bekommen. Das Rathaus fällt schon mal. Aber da ist auch noch Rathaus Level 9 Defensive mit dabei, wenn ich die Tesla sehe. Und auch den Magierturm, glaube ich. Ich meine, das wäre auch noch 9 gewesen. Aber tut dem ja nichts zur Sache. 3 sind 3, wenn auch, wie auch immer, egal ob die schmutzig sind oder nicht schmutzig sind. Hat er schön gemacht hier und schöne Sterne. Das ist ja in etwa so auf Augenhöhe, 10 auf 10. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob die mal wieder nichts in den Clanburgen hatten. Einige Clans hier hatten ja nichts in den Clanburgen. Und auch beim Clan Deutschland war das ja zu Anfang nicht wirklich so. Da gehe ich übrigens nur ganz, ganz kurz drauf ein. Oder eigentlich will ich da gar nicht drauf eingehen, denn ich habe dort nicht mehr angegriffen die letzten 2-3 Spieltage. Fragt mich nicht warum. Fragt mich aber nicht warum. Ihr schreibt es mir sowieso nicht in die Kommentare, also braucht ihr mich auch nicht zu fragen. So einfach ist das. Und weil ich einfach ein bisschen abgenervt war. Ich war einfach ein bisschen abgenervt davon, der Situation dort. Alles falsch eingeladen. Nur weil ich mich so gefreut habe, dass ich da eine Liga mit euch spielen kann. Ist es aber doch ein bisschen doof gewesen. Aber nochmal jetzt zur kleinen Steigerung. Jawohl, Boni müssen wir noch vergeben. Vorher könnt ihr keinen neuen Clankrieg starten, das habe ich euch gesagt. Aber wenn wir hier mal in die Statistiken reinschauen, ins Kriegslog, dann seht ihr, dass wir in der Kriegsliga letzte Saison Fünfter geworden sind. Und wir haben uns um einen Platz gesteigert. Wir sind Vierter geworden in der gleichen Liga. Wer wird es auch erstmal nicht sein, denke ich. Aber mal sehen, ob die November-Season dann schon den dritten Platz vielleicht bringt. Und wir dann so, ich denke mal, so Richtung Januar, Februar, März, so einen der ersten beiden Plätze mal wieder anpeilen. Ich glaube, so hoch waren wir aber auch noch nicht. Ne, so hoch waren wir glaube ich noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und dann gibt es ein paar Medaillen mehr. Ich habe jetzt 199 hier bekommen. Das finde ich eigentlich auch in Ordnung. Ich hatte sowieso noch welche, ihr seht das hier. Und bin aber erstmal normal am Level. Medaillen immer für schlechte Tage. So ein paar behalten. Aber wir gehen mal in den Clan. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Toto da auch schon ist. Ja, er ist schon da. In den Clan Herausforderer, denn dort gibt es natürlich frohe Kunde. Richtig frohe Kunde. Denn dort haben wir den Aufstieg nicht geschafft. Dort haben wir den Aufstieg leider nicht geschafft. Und mussten jetzt leider auch jemanden degradieren. Aber wir haben ihn noch nicht geschmissen. Denn auch hier war die Liga, fand ich, eine gute Woche. Eine sehr, sehr gute Woche. Und mit dem, ich glaube, mit richtig vielen Angriffen, wir haben auch hier die Liga gehalten. Knapp gehalten. Wir wären nämlich aufgestiegen. Knapp gehalten, wir wären unter Umständen aufgestiegen. So muss man sagen. Wir zählen gleich mal durch, wie viele Angriffe wir eigentlich nicht gemacht haben. Und ihr seht das hier, es war denkbar knapp. 308 Sterne der erste, 295 Sterne wir. Wir hatten natürlich extrem mehr Gesamtzerstörung als wir. Die Expandables, aber auch die haben wir gestern noch niedergerungen. Also wir haben alle 7 Clankriegstage hier gewonnen. Ich konnte gestern Abend 10 Mal Boni vergeben hier. Das ist echt krank.
muss ich sagen, das war auch wirklich krank. Und aber man kann natürlich nachschauen im Clan, wer hat denn eigentlich was gemacht. Und die beiden 13er oben, tatsächlich, die beiden 13er oben sind, gehen hier mit den meisten Sternen raus, weil sie natürlich unter Umständen unten auch mal einen 12er machen durften. Also, das waren jetzt nicht die, die hier die 14er wegmachen oder so, sondern es waren jetzt wirklich die, die unten auch mal einen 12er hatten. Aber man sieht das hier, wie viele Angriffe wir uns eigentlich fehlen. Wenn wir das mal zusammenzählen, fehlt uns ein Angriff dort, zwei Angriffe bei Dirkson. Ich zähle das nun mal so zusammen. Und vier Angriffe beim Chris. Ich glaube, das war es aber auch. Würde ich sagen, ja, das war es auch. Also hatten wir da oben 1, 2 und 4. Sind sechs, sagen wir mal, die sechs Angriffe hätten jeweils zwei Sterne gebracht. Dann wären das nochmal 12 Sterne drauf. 12 Sterne drauf bei uns sind ja 305. 307. Also es wäre schon etwas knapper gewesen. Noch ein Dreier, noch ein Dreier dabei. Dann wäre das Kopf an Kopf hin da oben aber mal so richtig eng geworden. Und ich sag mal mit 7 mal 2 Sternen noch drauf. Oder doch 7, ja, 7 mal 2 Sternen noch drauf. Dann nehmen wir 12 Sterne drauf. Entschuldigt bitte, 6 mal. Wären es 307 gewesen, ja, also denkbar knapp. Ein Dreier noch dabei. Denn wie gesagt, der letzte Gegner oder der erste eigentlich in der Gruppe hat echt geschwächelt. 25 Sterne nur. Ich glaube, das ist das schlechteste Ergebnis, was sie abgelegt hatten. Und aber du, die Statistik sagt natürlich, dass wir drei Dreier haben. Wir haben kein Einer. Der Gegner hat dafür drei Einer und kein Dreier gemacht. Also wirklich, wirklich nett. Und ich hatte jetzt aber gestern, wir haben ja live schon so ein bisschen geguckt. Und nehmen uns an, nee, halt, wir nehmen uns nicht den. Stopp, 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 stopp. Den hatten wir gestern zweimal. Das waren also sogar zweimal die gleiche Base. Ich wollte hier unten den 13 auf 14 zeigen. Den Max. Den Max. Der Max hat nämlich seine Armee nochmal gewechselt. Max ist eigentlich ein guter Hybridangreifer. Hat jetzt aber mal gewechselt. Und auf Pekka Smash. Auf Pekka Smash hier gewechselt gegen den. Ja, ich meine, es ist A. Ist es mal gerade so ein 14er? Ja. Aber er hat auch noch Low-Defensive immer dazwischen. Ihr seht das da oben. Der Minenwerfer ist noch low. Hier hinten haben wir auch noch kleine Minenwerfer. Und hier, die Minenwerfer hat er gar nicht hier Level, ne? Alter, der hat gar. Legt er nicht so wirklich Wert drauf. Okay. Aber ist auch der Minenwerfer eine sinnvolle Verteidigungseinheit, würde ich mal so sagen, gegen gewisse Truppen? Und die jetzt gar nicht zu leveln? Naja, ich meine, sie dauern halt auch ein paar Tage. Da unten die Scattershots, zwei Stück auf einmal. Ob das auch wirklich so Sinn macht. Also Base war schon ein bisschen komisch und hat der Maxi aber gut gelöst hier mit dem Smash bzw. Pekka Bobert ist das. Pekka Bobert, so heißt es, bevor er mich wieder verhaftet in den Kommentaren. Aber da muss ich mir ja bei euch, bei meinen Zuschauern, keine Sorgen machen. Es gibt eh kaum Kommentare, also von daher kann ich hier mal ruhig so richtig Müll erzählen und so. Wird sowieso kaum jemand auf die Idee kommen, Toto, war kein Pekka Smash, war ein Pekka Bobert, ja. Sehe ich jetzt auch gerade im Nachgang, dass er noch die Bets hier mit benutzt hat und zwar äußerst geschickt. Hier müssen wir mal ein bisschen näher reingehen, dass wir die auch ein bisschen sehen. Hier unten mit dem Eisgolem und der Eisgolem kann ich euch sagen, der geht punktgenau auf. Oder hat er da noch einen Fries mit dazu geworfen? Ich weiß es nicht genau. Aber der ging mal richtig punktnah auf und unten der Magierturm dreht sich jetzt auch schon zu den anderen Truppen hin. Also das war so ein netter Mix hier. Hat jetzt noch einen Sneaky mit dabei. Oder sogar mehrere Sneaks mit dabei gehabt, die natürlich ein bisschen schneller Cleanup machen hier. Und dann sind das gute 3 Sterne hier gewesen. Von 13 auf 14, also Max schon nicht ganz unberechtigt da oben, wenn es darum geht, 12 auf 13, 13 auf 13 oder auch mal 13 auf 14 ohne Minenwerfer. Oder mit kleinen Minenwerfern. So muss man es ja mal sagen. Mit kleinen Minenwerfern. Okay. Aber einen habe ich noch, ich habe ja gesagt, 2 Stück machen wir pro Clan. Dann haben wir auch ein nettes Fazit gezogen. Ja, danke schön. Hier gab es übrigens 304 Medaillen und 10 mal Bonus verteilt. Nochmal 80 drauf für jeden. Das ist auch schon nett und ein Wort zum Sonntag, muss man sagen. Der Deadpool. Hier sind wir bei 14 auf 14. Die Base hatten wir übrigens auch zweimal. Und ich glaube, sie ist auch zweimal genauso. Ah ne, sie ist ein bisschen anders gemacht worden, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Denn die Base war zweimal vertreten hier. Auch das solltet ihr immer mal wieder machen. Ruhig mal, wenn ihr in der 15er Liga seid,
und die Range sowieso die gleiche ist, dann ruhig mal durchgucken, wo könnten unter Umständen gleiche Bases sein, wo haben die Leute nicht umgestellt und das vergessen, weil das jetzt vielleicht eine Legend-Base ist hier, die haben sie zufällig jetzt auch als CK-Base und ändern die nicht, ist ja nun möglich. Sollte man aber in jedem Fall tun, mal über die Base schauen, müsste man eigentlich auch als Clan-Leader machen, bei seinen eigenen Mates mal schauen und um den einen oder anderen vielleicht doch nochmal kurzfristig anzuschreiben. So nach dem Motto, XY bitte Base wechseln oder XY gleiche Base mit X. Ja, lasst euch was einfallen und damit die Leute dann, damit man wirklich dann 15 gleiche, nicht gleiche Bases, unterschiedliche Bases hat. Ich wollte gerade sagen, gleiche Bases. Nein, natürlich nicht gleiche Base. Okay, er kommt aber auch dem Rathaus fürchterlich entgegen. Also er nimmt den langen Weg, wie es, ich will es fast sagen, wie es sich eigentlich gehört. Man kann auch einen kurzen Weg nehmen. Das heißt also hinten irgendwo am Rathaus anfangen. Aber da lauert natürlich eine Clanbombe und die kommt jetzt erstmal die ganze Zeit nicht. Ne? Die nervt jetzt erstmal gar nicht. Dann hat man natürlich am Ende etwas weniger Truppen für die Clanburg selber. Und in der Regel hatten die dort auch Einstellbares drin, also zweimal Sprung hier mit reingenommen, also auch da gar nicht mal so viel Wut. Nämlich, ich glaube, es waren immer die Super Minions da drin und Hauptsache der Sprung wurde noch genommen, aber der King nimmt den Sprung schon mal. Extrem spätes Zeppelin gegen den Single Inferno und er bekommt den Zap aber durch, ist sogar leicht in der Warden Ability gewesen, kann das sein? Aber ihr seht dort, die Yetis machen das Rathaus und machen auch so ein bisschen Defense durch die kleinen Yeti-Mites. Das Einzige, was halt immer ein bisschen genervt hat, waren die Super Minions. Auch mich haben die mal wieder ein bisschen abgenervt, selbst in den großen Rathausstufen. Aber mit, ja, weil der Gift hier nicht mehr so ganz drauf ist, seht ihr. Und jetzt der Royal Champion da hat verteidigt, aber na, schaffen die Hexen das? Wir haben natürlich hier hinten auch noch ohne Ende Bogenschützinnen, die da ein bisschen was machen können. Und naja, okay, der jetzt ist er weg, haben die Hexen da unten gemacht, wunderbar. Und schöne drei Sterne hier vom Deadpool auf die Nummer 9, also 9 auf 9, das war wieder so ein bisschen gegenüberaufwendig. Ja, wir haben uns in jedem Fall, ja, was heißt, ich will nicht sagen gesteigert, obwohl, ich muss mal eben, auch hier schauen wir mal rein, My Clan, Kriegslog. Ah, stimmt, natürlich haben wir uns gesteigert. Wir sind ja abgestiegen von Meister 2 in Meister 3, also wir haben uns noch nicht wieder gesteigert, denn die Steigerung hieße natürlich für uns, wir müssen wieder nach Meister 2 und da kommen wir auch wieder hin mit Only 14, mit den beiden 13ern hat das aber ganz gut unten funktioniert, nur wollte ich die beiden 13er eigentlich auch woanders sehen, in einem anderen Clan. 4 Wochen habe ich jetzt mal wieder Zeit, Leute zu suchen oder wir suchen Leute oder wie auch immer, rekrutieren, suchen über das Community-Profil, Member hier bewerben, das kannst du glaube ich nicken, das funktioniert nicht und ich denke mal, das funktioniert nur durch Werbung, Eigenwerbung, ab und zu mal in die Discords lauschen, ob da Leute suchen für die Liga in den einschlägigen Discords, egal wo, GML, DCM, überall gibt es so einen Kanal, auch bei mir, wo man sich und andere bewerben kann oder wenn man was sucht für die Liga, kann man das da machen. Also nur, dass ihr dort Bescheid wisst. Ich hoffe, das Liga-Fazit hat euch ein bisschen gefallen vom Clan Free-to-Play und dem Herausforderern. Deutschland-Ad, tut mir leid, lasse ich echt links liegen und dann kann ich euch nur einen schönen Wochenstart wünschen und bleibt am Ball, auch bei mir auf Twitch TV. Würde mich wirklich freuen, wenn wir uns da ab und zu sehen und dann würde ich sagen, ja, haltet die Ohren steif. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto, Clash.